Eine Niederlage bei der Schlacht von Grüningen scheint unausweichlich, aber es soll ja noch Wunder geben. Es sieht jedoch nicht allzu gut aus. Wir gehen mal ein bisschen raus, damit wir das Schlachtengetümmel nicht so laut ertragen müssen. Ja, wir sind in Unterzahl und der Kriegsführungswert des Gegners ist doch deutlich höher. Vielleicht könnte es besser für uns aussehen, wenn der Ehrgeiz von Herzog Markus hier nicht zu überwiegen würde und er den Söldneranführer hier die Schlacht hätte führen lassen. Aber er möchte an der Spitze stehen, wobei er ja auch hier nicht das Ziel hatte, diese Schlacht auszufechten. Nein, der Plan war, gen Süden zu marschieren und sich mit den Verbündeten aus der Provence zusammenzutun. Ja, und die brauchen noch einige Monate, um hier zu erscheinen. Ich hatte aber auch damit gerechnet, dass wir die gar nicht hinzuholen können, weil wir nämlich nicht genügend Prestige hatten und unsere anderen Verbündeten ja hier abseits irgendeinen anderen Krieg führen innerhalb von Bayern. Also dem müssen wir uns dann auch noch widmen. Aber wie funktioniert das eigentlich hier mit dem Prestige? Eigentlich, wenn man nicht genügend Prestige hat, sollten verschiedene Aktionen ja nicht ausführbar sein. Hier hatten wir nicht genügend, aber dann ging es halt ins Minus. Ich vermute jetzt mal ganz stark, und das können wir vielleicht sogar austesten, dass wenn man im Minus ist, dann kann man sicherlich nicht neue Verbündete rufen. Und wenn man allerdings im Plus noch ist und dann jemand ruft, dann geht man halt ins Minus. Und ja, dann muss man sich da erst wieder rausarbeiten. Weil ansonsten hätten wir natürlich gleich hier noch mehrere Verbünde holen können, wie ja zum Beispiel Prinz Heribert, der Fette von Bayern. Das Problem bei dem ist aber, wenn wir jetzt den hier rufen würden, schaut mal, hier würde es theoretisch sogar gehen, dann geht es hier noch weiter ins Minus. Also, woran liegt das dann hier? Was gibt es dann für einen Nachteil, dass man hier ins Minus kommt? Weil ich glaube, man hat dann auch keinen Malus. Also wenn man hier zum Beispiel im Minus ist, was das Gold angeht, ja. Das gibt ja diverse Abzüge nochmal. Und so macht es dann ja eigentlich gar nichts aus. Dann könnte man das hier einfach ausführen und gut ist. Merkwürdig. Ja, gibt aber ein Problem hier mit Prinz Heribert. Denn Prinz Heribert ist ja auch an diesem Krieg hier innerhalb von Bayern mit beteiligt. Das heißt, selbst wenn wir den jetzt rufen, der wird ja auch beschäftigt sein. Und ja, dementsprechend würden wir hier Prestige ausgeben und aber nichts gewinnen. Das ist das Problem. So, wir schauen nochmal. Hier haben wir unsere Verbündeten. Wir erblicken sie hier kaum. Da kommen sie erst. Bedeutet für uns, wir werden jetzt hier diese Schlacht ausfechten. Machen das auch mal langsam und los geht's. Und jetzt ist natürlich auch hier das Gefährliche noch. Es könnte uns natürlich hier auch etwas geschehen. Ich meine, in seinem Wahnsinn stürzt er sich vielleicht hier in die vorderste Reihe. Wer weiß, wer kämpft hier eigentlich direkt mit? Unser Sohn auch. Schau mal, es sieht nicht danach aus, ne? Der ist nicht mit dabei. Werner von Comburg halt. Aber nicht Wernherr. Okay. Ja, wir bleiben mal drauf. Jetzt kommt es natürlich auch auf so ein bisschen Schlachtenglück an, aber das sieht hier schon mal erstmal schlecht aus. Ja, wir müssen hier doch herbe Verluste in Kauf nehmen. Und unser Ritter Rutger konnte Anno verwunden, das ist ja zumindest mal gut. Wer war denn hier Anno? Steht der hier noch mit drin? Ja, ein Achterkampfgeschick, okay. Das war also einer der schlechteren Ritter. Und jetzt wurde hier Ritter Vlosdimir noch verwundet. Ja, das sieht noch schlechter aus, als ich dachte. Wir nehmen hier wirklich viele Verluste in Kauf. Ich hoffe, dass wir hier nicht allzu viele Todesverluste beklagen müssen. Jetzt wurde auch noch Graf Diepold der Zweite hier verwundet. Ja, und das wird auf uns drauf geprügelt. Immerhin ist dem Herzog selber nichts geschehen. Jetzt gucken wir aber mal. So, also Niederlage. 951 Todesverluste. Das ist also hier schon, das ist schon bitter. Und auf der Gegenseite 423. Was bedeutet das hier aber für Deutschland? Denn eigentlich haben die ja hier andere Kriege auszufechten. Und jetzt konzentrieren die sich hier wohl doch auf uns. Die haben ja aber auch viel Gold, ne? 517. Okay, wir werden das jetzt mal hier ausblenden. Wir müssen uns jetzt hier natürlich zurückziehen. Und da wir uns gen Norden zurückziehen, ist das Ganze natürlich besonders bitter, weil wir uns hier kaum mit unseren verbündeten Truppen zusammentun können.
Was natürlich hier eine Möglichkeit wäre, und ein wahnsinniges Unterfangen, wäre, dass wir hier die Hauptstadt direkt belagern, von Nürnberg aus. So, hier soll jetzt zurückerobert werden, das machen die innerhalb von 4 Monaten. Problem ist, die könnten hier natürlich einfallen, Kempten und eventuell sogar Innsbruck erobern. Das wäre natürlich bitter. Das heißt, sollten wir Heribert den Fetten gleich noch mit hinzuholen. Wenn wir sie einmal geholt haben, dann sind sie halt im Krieg mit drin, ne? Vielleicht müssen wir... Ich meine, wir haben ja auch gar keinen anderen Verbündeten, den wir hier noch rufen können. Oh, und der hat jetzt sogar hier nur noch 643. Der hat doch eben noch mehr, oder? Ach komm, den rufen wir noch mit dazu. Ich hoffe nur, der bleibt hier nicht hängen. Vielleicht können sie ja diesen Krieg hier in Bayern schnell bewerkstelligen. Selbst wenn wir hier jetzt das Prestige ausgeben, dann ist dem eben so. So, wir müssen jetzt hier aber mal gucken, dass wir hier eventuell noch Norden marschieren. Hier würden wir aber wahrscheinlich Zermürbung erleiden, oder? Das heißt, was müssen wir zuerst erobern? Bamberg. Hat eine Festungsstufe auch direkt von 5 hier. Das ist natürlich auch immer übel. Und Wildberg auch. Moment, nee. Was haben wir hier? Doch, Wildberg. Die Hauptstadt von Deutschland ist Wildberg. Auch ein bisschen dubios. Wir würden hier keine Zermürbung erleiden. Das heißt, wir könnten hier direkt durchmarschieren. Dann machen wir das halt auch, oder? Dann bleiben wir hier gerade stehen. Leichtes Fußvolk wird hier noch mit angeworben, solange wir hier noch stehen bleiben pro Monat, ne? Wir bleiben mal stehen. Dann sollten hier welche dazukommen. Dann werden wir vielleicht erstmal wieder ein Stückchen stärker. So, und der fette Prinz Heribert, der schließt sich uns jetzt hier an. Natürlich werde ich mich euch in diesem Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Rotenburg zu fürchten. Sagen wir einfach mal ausgezeichnet. So, Versorgung wird außerdem noch aufgestockt. Ja, und die Truppen hier auch. Wir können aber, denke ich mal, hier wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, wir verdienen hier jetzt ein bisschen Zeit, aber ich meine, wir brauchen hier halt auch noch mal ein paar mehr Truppen. Und die bekommen halt keine Truppen hinzu. Okay, die dürfen jetzt hier aber nicht abgefangen werden. Das wäre ein Problem. Okay. Wenn die jetzt hier drum manövrieren, wir unsere Truppen hier aufstocken, dann könnten wir das Heer sogar stellen. Aber, oh, die werden hier bestimmt abgefangen. Meine Güte. Und jetzt kommt es hier zu dieser fragwürdigen Geburt. Zumindest in den Augen des Herzogs. Er hat, ja, das Kind, oder wie wir hier sehen, die Kinder im Bauch unserer Frau so ein bisschen als abartige Bestie bezeichnet. Und das kann ja gar nicht von ihm sein. Vielleicht auch, weil der Bauch, wir sehen das hier, was der Grund war, eine so abartige Größe besessen hat. Und vielleicht war da auch mehr los als sonst, eben weil 2 Kinder darin herangewachsen sind und wir dachten, was ist das nur für ein Ungetüm? Vielleicht hatte unsere Frau auch besonders viele Beschwerden bei der Schwangerschaft und wir haben das so ein bisschen mitbekommen. Und dann in seinem Wahnsinn hat er das irgendwie merkwürdig beurteilt. Aber es liegt ja tatsächlich dran, es sind 2 Kinder und zwar 2 Töchter, Kunitza und Emma. Der Name sagt mir hier jetzt vom Stil her vielleicht nicht so zu, aber ich möchte das jetzt gar nicht groß ändern. Das hat sie sich jetzt hier rausgesucht, das passt so schon. Möget ihr stark und weise werden. Okay, also interessant hier. Zwillinge auch noch. Und wie viele Kinder haben wir denn jetzt hier eigentlich? Das sind einige, ne? 7 Stück. Ordentlich. Und wir brauchen ja immer hier noch eine Partie für unseren Bastardsohn Raniero Johannes. Und der könnte uns hier einen weiteren Verbündeten eigentlich sichern. Wir gucken nochmal rein. Das sollten wir in regelmäßigen Abständen wirklich tun. Ludswind von Kempten. Ja, schön. Das war hier ein internes Bündnis dann hier. Ein Bündnis mit Nürnberg. Aber das Bündnis haben wir doch schon längst. Gucken wir mal. Stadt von Abt. Es sieht halt wirklich schlecht aus, ja. Das ist halt, weil wir auch schon so viele Verbündete haben. Und dann nimmt halt kaum jemand an. So, kommen die hier noch dran vorbei? So, und jetzt meldet sich der König hier erneut bei uns. Er hat uns ja erst kürzlich des Amtes enthoben. Ich bin zu der unausweichlichen Erkenntnis gekommen, dass ihr wirklich der beste Kandidat für den offenen Posten in meinem Rat seid. So, was werden wir denn jetzt hier? Tatsächlich setzt er uns hier als Ratsverwalter ein. Das heißt, er hat uns hier nicht mehr haben wollen als Ratsmarschall. Vielleicht war das auch sein Plan, uns gar nicht endgültig zu entlassen.
sondern uns hier als Verwalter einzusetzen. Wir nehmen an, schon allein aufgrund unseres Ehrgeizes und der möglichen Vorteile. Und wir gucken da jetzt mal rein. Wir haben also hier einmal ausgetauscht. Prinz Ferrand ist hier der Ratsmarschall. Und wir erhalten plus 2 Gold im Monat. Also das ist wirklich enorm. Gebäudebaukosten gehen runter und monatliche Verwaltungslebenswandelserfahrung, okay. Und wir sind ja auch nicht so untalentiert, was die Verwaltung angeht. Wir haben da halt nur keinen Fokus drauf. Also hier einen durchschnittlichen Wert. Ja, also interessant. Und man sieht, wir haben jetzt hier Truppen aufgestockt. Jetzt sind die hier aber jeden Moment fertig in 9 Tagen. Hätte ich das jetzt gewusst, wären wir schon gen Süden marschiert. Wir versuchen jetzt hier mal noch, uns mit ihnen zusammenzutun. Ich hoffe, sie kommen uns ein bisschen entgegen, denn wenn wir uns jetzt hier zusammentun, dann haben wir tatsächlich die Oberhand, ne? Die bleiben hier stehen, jetzt verschwindet doch hier, nein, das gibt's doch nicht. Und dann, ja, die werden hier kaum Truppen verlieren und dann rennen wir jetzt hier wieder in unser Verderben, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt schlagen sie hier die Schlacht, wir sind zu spät, die werden hier kaum was verlieren, wir müssen das jetzt hier eigentlich abwarten. Ah. Gibt's doch nicht. Vielleicht können wir trotzdem mal ein bisschen gen Süden marschieren. Da ist die Schlacht halt schon längst vorbei, bis wir hier ankommen würden. Ja, da würden wir nur wieder in unser Verderben rennen. Dann stocken wir hier lieber noch unsere Truppen auf. Mal sehen, wie viele sie hier verlieren. Beziehungsweise wir kriegen da, glaube ich, gar keine Zusammenfassung von der Schlacht, oder? Nee, nicht wirklich. Jetzt sind hier noch 2000 Truppen übrig. Okay. Und wir haben jetzt 1874. Wie sieht es mit der Versorgung aus? Wir sind immer noch gut versorgt. Jetzt sollten wir vielleicht schauen, wenn sie hier zu uns marschieren, dass wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie eine Waldverteidigung haben oder sowas oder hügeliges Gelände. Da haben wir natürlich auch viel mehr Erfahrung durch die Begebenheiten in Innsbruck. Aber ich sehe hier nichts wirklich. Wir könnten hier marschieren, aber da könnten wir zu spät kommen. Dann sind wir der Angreifer. Vielleicht hier, Waldverteidigung, hätten wir dann. Hätten wir vielleicht einen Vorteil, ist ja auch ein Hügel. Hier oben ist hügeliges Gelände, da wäre die Hügelverteidigung, das wäre gut gewesen. Hier ziehen wir uns ins Flachland zurück. Wie sieht es denn hier aus? Bei der Hauptstadt, wenn wir hier versuchen zu belagern, da braucht man halt viel zu lang, ne? Auch wieder ein Problem. Waldverteidigung hat auch einen Vorteil gegeben, oder? Wir probieren das mal. Oh, hier kommt noch so ein anderes Heer. Na, da haben wir ein paar weniger Truppen, aber ich denke, wenn wir hier stehen, dann sollte das eigentlich mal passen. Okay, er prophezeit uns hier jetzt tatsächlich eine Niederlage. Wir haben auch ein paar weniger Truppen, aber wir haben hier die Waldverteidigung. Wir gucken mal, wie viel das hier ausmacht. Ich denke, das ist trotzdem etwas, was er jetzt taktiert hätte hier. Schauen wir mal. Wie sieht es eigentlich mit unseren Verbündeten hier aus Passau aus? Ja, schlecht, oder? Wo sind die denn? Überhaupt nirgendwo. Lass uns mal nachschauen. So, Graf Rathold konnte man nicht holen. Heribert der Fette. So. Und hier haben wir Graf Landfried von Passau. Und der befindet sich hier... Moment mal. In Innsbruck? Der belagert jetzt hier Innsbruck, weil wir natürlich Teil von Bayern sind und er hier gegen Bayern vorgeht. Was soll das denn? Das ist jetzt ja absurd, oder? Also er fasst hier einen Kriegsgrund gegen ihn. Aber es funktioniert von der Mechanik scheinbar so. Ach Gott. Jetzt, unser Verbündeter, der uns hier gegen Deutschland helfen soll, belagert unsere Hauptstadt. Das kann's doch nicht sein. Und wir lenken jetzt mal unseren Fokus hier auf diesen... Oh, wir haben hier sogar noch Truppen hinzubekommen. Wieso bekommen wir hier eigentlich noch was hinzu? Wir sind doch gar nicht innerhalb unserer Grenzen. Wir sind doch in Deutschland. Warum kriegen wir dann hier trotzdem noch Truppen dazu? Ist ein bisschen merkwürdig. So, und jetzt kommt es hier zur Schlacht. Und das sind wirklich nur ein paar Mann in Unterschied. So, jetzt interessiert mich aber wirklich, wie das hier aussieht mit der Waldverteidigung. Also, Versorgungsschwelle ist im Wald schon mal minus 10%. Es gibt generell mehr Gefahr, ja. Schlachtbreite 90%. Vorteil Verteidiger steht hier halt plus 3. Und wir sind der Verteidiger. Das heißt, da sollte es eigentlich schon ein bisschen hochgehen. Und jetzt, wenn wir hier drauf gehen, müssen wir gucken. Waldverteidigung plus 3. Standhalten und kämpfen haben wir noch als Vorteil.
Krieger dieser Kultur sind unnachgiebig und so weiter. Hat er denn sowas hier als Vorteil? Führt die eigenen Truppen an, aber das haben wir ja eigentlich auch. Also normalerweise sollte das hier ganz gut aussehen. Aber diese plus 3 zählt das dann genauso viel, scheinbar, wie ein Kriegsführungswert, ne? Und da sehen wir, der Kriegsführungswert des gegnerischen Befehlshabers ist hier 19 und bei uns 12. Und dann kommen wir gerade mal auf 15 und dann haben sie wieder einen leichten Vorteil. Okay. Schauen wir mal. Schlacht von Hellenstein. Und kurz waren wir sogar in der Überzahl. Unser Ritter Werner von Comburg konnte Ludolf verwunden. Und unser Ritter wurde hier verwundet. Oh nein. Aber Leute, das wird hier eine knappe Kiste. Das könnte reichen. Wie lange müssen sich... Hier wurde sogar ein gegnerischer Ritter erschlagen. Die haben jetzt hier zwei Ritter weniger. Das muss doch den Ausschlag geben. Was mit unseren Verbündeten? Die sind schon wieder fit. Die können hinzukommen. Aber das dauert hier noch 3 Monate, ehe sie wieder in das Gebiet kommen. Aber dann könnten wir hier das deutsche Heer tatsächlich schlagen. Wir bleiben mal drauf. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Das ist wirklich ein Auf und Ab. Jetzt sind wir hier sogar leicht im Vorteil. Vielleicht können wir ja sogar... Unser Ritter wurde verwundet. Oh nein. Kämpft hier aber noch mit. Und jetzt wurde noch ein Ritter von uns verwundet. Berengar. Unser Ritter konnte... Also Berengar konnte den Gegner verwunden. Das ist einer unserer besten Ritter. Aber jetzt verlieren wir hier immer mehr. Obwohl wir hier einen Vorteil von 6 sogar haben. Wegen des besseren Schlachtwurfs. Aber es reicht immer noch nicht aus. Das gibt's doch nicht. Jetzt konnten wir hier sogar noch einen Ritter erschlagen. Also 3 Ritter im Vorteil. Besserer Schlachtwurf. Aber der Kriegsführungswert des Feindes einfach zu hoch. Und wir erleiden hier eine Niederlage. Aber jetzt hat er hier auch noch den Krieg verloren, ne? Der Siegerkönig Rüdiger von Böhmen. Das wäre dieser de jure Krieg um das Herzogtum von Böhmen. Okay, ich meine, das hat den König hier natürlich diesen Krieg gekostet. Gehe ich mir schwer davon aus, dass er sich hier uns gewidmet hat. Und selbst wenn wir jetzt hier verloren haben, ich denke, wir konnten hier doch viele Mannen töten. Wobei, ja, hier wieder 820, hier 571. Aber der König hat einige Ritter hier verloren. Und wir müssen aber hier wieder abziehen. Minus 22% hier der Kriegsstand. Weil das sieht hier irgendwie schlechter aus, als es eigentlich ist, oder? Ja, wenn die sich hier jetzt nicht wieder einfach zu denen reinschmeißen, dann besteht, denke ich, Hoffnung. So, die belagern jetzt hier. 11 Monate dauert das. So, und wenn diese Truppen hier doch bitte mal abziehen würden. So, wir marschieren mal wieder in unsere Gefilde hier vielleicht nach Kempten. Dass wir einen gewissen Sicherheitsabstand haben und dann... werden wir uns hier mit den verbündeten Truppen zusammentun. Und eventuell können wir ja sogar den feindlichen König gefangen nehmen. So. Jetzt haben wir ja 1700 Truppen, aber wir haben gesehen, wir brauchen eigentlich auch die Mehrzahl hier, ne? Wir sollten wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Die stocken jetzt hier normalerweise keine Truppen auf, weil sie doch belagern. Sie verlieren sogar etwas Truppen. Sind hier bei 1425. Wir warten mal kurz ab. Dann werden wir hier, denke ich mal, zuschlagen. So, jetzt ist hier ein Ratsmitglied gestorben. Eticho. Wer war denn das? Lasst uns mal reinschauen. Der Ratskanzler. Haben wir da einen guten Ersatz? Schauen wir doch mal. Wer ist das denn hier? Bürgermeister Engelbert von Memmingen. Ein 27er... Diplomatiewert, das ist ja außerordentlich. Und der hat ja auch einen 18er Verwaltungswert, der ist generell sehr begabt. Dann haben wir hier noch Bürgermeister Nizzo, auch einen 15er Wert, auch sehr gut. Aber ich denke, das ist ja hier unausweichlich, dass wir ihn nehmen. So, und jetzt gucken wir mal, Moment mal, sind wir hier bei Fremdangelegenheiten? Ja, das gibt mehr Prestige, ne? Das gibt uns jetzt generell mehr Prestige. Heimische Angelegenheiten, darum soll er sich eigentlich nicht kümmern. Okay, sehr schön. Wir haben hier einen sehr guten Rat. Ist euch das mal aufgefallen? Hier ein Ratskanzler mit 27. Der Bischof ist auch okay. Unser Sohn mit 16. Gut. Da hätten wir ja theoretisch noch bessere Kandidaten. Aber ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, dass das Werner hier übernimmt. Auch wenn unser Verhältnis ein bisschen schwierig ist.
Trotzdem fordern wir ja auch von ihm. Und ich denke, wir fordern auch, dass er hier seine Arbeit gut verrichtet. Also ich denke nicht, dass er ihn hier aus dem Rat rausschmeißen würde. Könnte höchstens sein, dass Werner hier das, das Ratsamt hinschmeißt. Denn der Groll geht ja eher von ihm aus, ja. So, dann hier 20er Wert Bohemond und Ratsspitzelin Alessandra ist auch nicht schlecht. Wobei, hier könnten wir vielleicht mal schauen. Die hatten wir ja mal einfach nur so genommen. Vielleicht haben wir ja mittlerweile schon einen besseren. Oh, ist denn das hier? Bert, ein 24er Wert. Höfling von uns. Und die Frau von Berenga, gegen den wir ein Druckmittel hier haben. Die gilt als hinterlistig, lüstern und maßvoll. Ist wunderschön und schwanger. Und er hat uns ja hier treue Dienste geleistet. Ich denke, da können wir ja Alessandra rausschmeißen, oder? Gehe ich mal schwer davon aus. Meine Güte. 24er Wert. Kommt die gleich mal rein. Und dann passt das so. Unsere neue schwangere Ratsspitzelin. Die Frau von Berenga. Okay. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir sind hier zusammengetan. 1425 Truppen. Wir timen das jetzt ein bisschen. Wir werden jetzt immer stärker hier. Und ich denke, wir warten jetzt einfach mal ab, bis diese Belagerung hier fast zu Ende ist. Ja, und wir sehen, die Truppen schwinden hier. Die sacken noch unter die 1400. Und dann werden wir allein schon mehr Truppen haben. Ja. Ich denke, wir können uns gleich aufmachen. Wir sind noch geduldig. Wir kriegen ja auch Truppen, indem wir hier hochmarschieren, oder? Dann marschieren wir vielleicht schon mal in die Nähe. Ja. Und dann werden wir hier zuschlagen. Dann werden wir hier hoffentlich mal diesen ersten Sieg erringen können in diesem Krieg. So, 37 Tage, ja. Und ich denke, jetzt schlagen wir hier zu. Es wird wieder eine Niederlage prophezeit. Nee, was machen unsere Verbündeten hier? Die werden doch jetzt hoffentlich mit hinzukommen, ne? Und das ist da gar nicht mit einberechnet. Die ziehen sich jetzt hier zurück. Es sollte aber zur Schlacht kommen. Ja, und es kommt jetzt hier zur Schlacht. Sind unsere Verbündeten eigentlich schon mit drin? Nein, noch nicht. So, und jetzt 2595 Truppen gegen hier 1383. Das muss es doch jetzt sein. Wir werden hier... Oh, jetzt. Vitislav ist nicht länger unser Erzjägermeister. Was ist denn mit dem los? Das ist hier unser Ritter. Der ist jetzt untauglich geworden. Körperliche Verletzung oder geistige Behinderung. Ja, das ist ja bestimmt während der Schlacht geschehen. Das heißt, wir haben auch keinen Leibwächter mehr. Das heißt, da müssen wir unbedingt reinschauen. Also wichtiger Mann hier weggebrochen. Aber wir gewinnen auch gerade hier diese Schlacht, ne? Damit wir das aber nicht vergessen, schauen wir direkt mal rein. Die Frage, ob wir den jetzt hier direkt ersetzen müssen, wo wir doch jetzt eigentlich auch nicht groß jagen. Aber einen Leibwächter brauchen wir schon. Und ich meine, Berenga hat hier uns solch gute Dienste geleistet. Den werden wir doch hier einsetzen, oder? Als unseren Leibwächter. Unser bester Ritter hier, unser bester Mann. Der Name Berenga ist aber auch richtig cool, finde ich. So, und jetzt werden wir hier... dem König von Deutschland eine Lektion erteilen. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal. 267 Todesverlust auf unserer Seite. 541 auf der Gegenseite. Ja, und diese Schlacht gilt jetzt natürlich hier als gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, werden wir hier weiter erobern oder gehen wir zur Hauptstadt über? Und ich würde fast sagen, dass wir zur Hauptstadt marschieren, solange wir Zeit haben. Dann ja, ist es nicht das Kriegsgebiet, aber ich glaube, das zählt hier doch einiges, ne? Wenn wir die Hauptstadt halten. Und eventuell haben wir da sogar die Chance, den König gefangen zu nehmen, wobei der ja das Heer anführt. Wir schauen mal. Oh, hier ist noch ein anderes Heer unterwegs. Söldner. Das ist hier durch den Krieg, den Deutschland hier noch führt. Die werden sich hoffentlich jetzt hier aus dem Staub machen. So, und jetzt... werden wir versuchen, hier Wildberg zu erobern. 5 Monate dauert das Ganze. Ich hoffe nur, dass der König hier keine weiteren Söldner anheuert. Das Geld dazu hätte er ja.
So, jetzt müssen wir mal hier oben reinschauen. Ihr könnt einen würdigen Nachfolger ernennen. Jetzt ist es möglich. Ich dachte, das ist schon die ganze Zeit möglich. Wir gucken da nochmal rein, ob das hier möglich ist. Hardwin. Okay. Dann machen wir das einfach mal, oder? Oder wir können ja noch einen suchen. Nee, das geht nicht. Hat bereits würdige Nachfolger. Wer ist überhaupt Hardwin? Ein 18-jähriger Ritter jetzt hier. Ach, das ist der Sohn von Rutger. Okay, ja, dann nehmen wir doch dann mal rein. Ich meine, ist gar nicht so schlecht, dass er hier der Nachfolger von ihm ist. Wir sollten ihm wahrscheinlich auch nochmal eine Frau suchen. Und zwar gehen wir hier auf die Vorauswahl Ritter. Und eine französische Frau hier. Ja, warum nicht? Es ist aber die Amme von Herzog Alfons. Dann verschwindet aber doch hier, denke ich mal, sie. Ja? Und nicht er von uns, oder? Weil es wäre irgendwie unfair. Ich verliere immer die ganzen Leute an irgendwen anders. Und wenn dann jemand anders hier ein Amt hat, dann verschwindet immer unser Ritter. Wir könnten natürlich auch die sichere Route gehen, aber wir probieren das jetzt hier mal wieder aus. Wird annehmen. Jetzt schaue ich mal, ob der hier abhaut. Wir sollten ihn wahrscheinlich mal anpinnen. So, Vorschlag abschicken. Mal gucken, ob er dann jetzt hier jeden Moment weg ist. Er nimmt jetzt hier an. Und jetzt müsste eigentlich Hardwin bei uns bleiben. Und Ide müsste hier zu uns an den Hof gekommen sein. Jawohl, alles klar. Diesmal hat es funktioniert. Da bin ich ja froh. So, wir können hier immer noch diesen Anspruch bekommen. Das Herzogtum von Transsilvanien. Moment mal. Das ist aber hier nicht Transkarpatien, ne? Das ist hier jetzt wo ganz anders. Lass uns mal schauen. Okay, innerhalb von Ungarn. Ich meine, das ist natürlich in gewisser Weise wieder interessant, da wir eine Abneigung gegen diese östlichen Völker hier so ein bisschen haben. Und dann natürlich zu erobern in diesem Bereich und diese Wilden hier zu zivilisieren, das wäre natürlich eventuell ein Anliegen. Andererseits haben wir halt wirklich selber viel zu tun, von daher werde ich jetzt nicht mich um diesen Anspruch nochmal bemühen. So, okay. Wie lange brauchen wir jetzt hier noch? 7 Monate. Und was machen hier unsere Verbündeten in Innsbruck? Tja, vor den Toren sitzen. Denn wirklich aktiv sind sie nicht. Mein Gott. So, hier oben kriegt der König wieder eins. Übergebraten, so wie es aussieht. Das sieht doch bitter hier für ihn aus. Der ist sogar gefangen genommen worden, mein Gott. Okay, der wird uns hier nicht mehr im Weg stehen, deswegen... Nee, oder? Die kommen jetzt aber hier nicht zur Hauptstadt. Das wär's. Dass die... Jetzt können wir können hier nicht... Wir können hier nicht mehr verschwinden. Wer ist das denn hier? Das Herzogtum von Westfranken? Herzog Milo! Das gibt's doch nicht. Wir haben doch Herzog Milo hier sogar geholfen in einem Krieg. Das hier ist sein Sohn, ne? Ja, der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Gott, und jetzt, selbst wenn wir hier abbrechen, das bringt alles nichts mehr. Wir könnten hier noch versuchen, die Festung zu stürmen. Aber 32 Tage dauert es so, selbst wenn wir das hier voranbringen, wären wir nicht schneller fertig, oder? Bringt uns ja auch nicht viel. Oder wir versuchen halt hier zu entkommen, aber das geht gar nicht. Nee. Zermürbung, Zermürbung, es kommt auf jeden Fall zur Schlacht, oder? Egal, wo wir uns jetzt versuchen hinzubegeben. Ich meine, wir können es probieren. Wir ziehen uns jetzt hier zurück. Wir probieren es. Wir treten hier den Rückzug an. Warum haben wir hier überhaupt so wenig Mannen? Wo ist denn die Armee unserer Verbündeten hier? Wo ist denn... Sind die hier irgendwo abgezogen? Ist das alles hier, was von uns übrig ist? Lass mal schauen. Sind die Männer der Provence? Ah, die belagern ja hier im Süden. Gut, also wir versuchen jetzt hier abzuhauen, aber es wird hier wahrscheinlich zur Schlacht kommen. Ja, es kommt zur Schlacht. Das ist doch bitter, dass wir uns jetzt hier in dieser Schlacht befinden. Und ja, hier werden wir jetzt eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. So, Verbündeter des Feindes tritt hier dem Krieg bei. König Bernhard von Deutschland ersetzt Kaspar den Lahmen. Was ist mit Kaspar geschehen?
König Bernhard von Deutschland. Das heißt, der hat jetzt hier seinen Krieg verloren. Und König Bernhard ist jetzt hier der neue König. Okay. Kaspar der Lahme war hier sein Vater. Also das ist sein Sohn. Das heißt, der wurde jetzt hier entmachtet. Und jetzt ist das der neue König. Was ist das denn für einer? Wiederum klumpfüßig, gefühlslos, arrogant und unersättlich. Und verteidigt jetzt hier gegen uns allein. Mhm. Jetzt kommen hier noch unsere Verbündeten dazu. Ja, das ist zu spät. Mein Gott, jetzt haben sie die Belagerung da unten sogar abgebrochen. Schmeißen sich hier noch mit rein. Ich meine, lobenswert, edles Ansinnen, aber bringt ja nichts. Gott. So, seid gegrüßt, Herzog Markus von Augsburg. Ich muss euch leider auffordern, Raniero Johannes, der euer Sohn ist, als Geisel an meinen Hof zu entsenden. Das ist die beste Garantie für Frieden. Herzog Wolfram, der Gütige von Nordgau, der fordert das. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein, warum wir das machen sollten. Und was passiert denn hier, wenn wir jetzt hier ablehnen? Wir machen das jetzt einfach mal, ablehnen. Blockiert die Antwort. Gibt's auch noch. So, und hier haben wir jetzt auch schon wieder feindliche Truppen, deutsche Truppen. Unser neuer Ratsmarschall bemüht sich hier aber um unsere Truppen, gibt jetzt hier organisierten Dienst für 5 Jahre. Besitz zum Steuern plus 5%, das ist natürlich sehr schön. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt hier erholen und dann eigentlich hier in Ulm wieder kämpfen. Das ist schwierig, dieser Konflikt, wirklich schwierig. So, stellen wir uns jetzt hier gleich schon in Augsburg auf. Ich denke ja. Und das feindliche Heer, das zieht sich hier halt jetzt wieder zurück, ne? Wie schnell kommen die Truppen jetzt hinzu? Dauert ein wenig. Na gut, aber ich denke mal, hier werden wir uns schnell genug erholen können. Bei dieser Belagerung, die dauert hier 8 Monate, die werden ordentlich Truppen verlieren und dann werden wir sie hier schlagen können. Und dann werden wir hier das auch wieder ins Positive bringen können. Aber diese Verbündeten hier. Hier stehen jetzt tatsächlich 1775 Truppen. Und die machen einfach mal gar nichts. Hier ist noch so eine feindliche, neutrale Armee. Die erste Armee von Graz, die steht hier auch noch mit rum. Also hier versammelt sich alles in Innsbruck. Und wir brauchen sie hier im Norden. Oh Gott, oh Gott. Aber ich muss sagen, nach der ersten Niederlage, mit der wir hier begonnen haben, habe ich ja schon schwarz gesehen. Es hat sich doch alles zum Guten gewendet. Hätte natürlich hier wesentlich besser laufen können bei dieser Hauptstadt. Aber ich denke, das können wir sicherlich nochmal rumreißen. Und ich denke auch, dass Herzog Markus hier vorsichtig optimistisch ist. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.